some boys from Dungan, stones from the Baron and wise men of Baron. Typical chimneys and chairs for the pipers, a glen of a broken heart. Im Juli dieses Jahres fuhren Markus Heine und Christian Hoch zum Kleinbootangeln ins Meeresrevier der irischen Insel Valencia Island. Zunächst probieren die beiden ihr Glück beim Schleppen auf Pollack. Es dauert gar nicht lange, da bekommt Markus schon den ersten Biss. The grasses do grow and the waters flow, and the winds of the west they do roam. Ganz in der Nähe schießen immer wieder Basttölpel wie Pfeile ins Wasser, um den einen oder anderen Kleinfisch zu ergattern. Da können die Pollacks doch nicht weit sein. Stimmt, schon hat sich der Nächste am Wobbler vergriffen. Leider sollte dieser Sechspfünder der Letzte bleiben, denn der Wind frischt immer mehr auf, sodass Markus und Christian das Bootsangeln abbrechen müssen. Im Norden der Insel versuchen die beiden, ein paar Makrelen als Köder zu fangen. Diese Idee haben auch einige andere Angler. Christian macht das Paternoster klar und feuert es in die aufgewühlte See. Prompt krümmt sich die Brandungsrute und die ersten beiden Makrelen klettern die Klippe hinauf. Auch bei Markus steigt gleich ein getigerter Bursche ein. Der Wind bläst leider ununterbrochen weiter. Daher heißt es nun, ab an den Pier. Kaum liegt der Makrelenfetzen im Wasser, da verschwindet er auch schon im Maul eines Räubers, der sich im Mauerwerk versteckte. Konga-Alarm! Zieh! Ja! Petri, heil! Ja, vielen Dank. Wir hätten es ja fast nicht gedacht, dass das hier von der Mole klappt. Aber jetzt haben wir die Makrelenfilets irgendwie, ich glaube, 2-3 Minuten erst drin gehabt und schon kam ein Biss. Einen halben Meter von der Mole entfernt. Damit das Filet richtig am Haken hält, umwickelt es Markus mit einem speziellen Gummiband. Ja, wir fischen hier mit einer ganz einfachen Montage auf Konga. Und zwar besteht die lediglich aus einem Abstandhalter, an dem wir hier ein ungefähr 150 Gramm schweres Blei eingeklinkt haben. Der wird von einem Wirbel gestoppt und an dem Wirbel schließt sich ein 1,2 mm starkes Vorfach an. Das ist ungefähr 80-90 cm lang. Das Vorfach sollte so dick sein, weil die großen Konga die monophilen Vorfächer auch durchsteuern können. Deshalb wird vom Boot aus auf dem offenen Meer auch mit Stahlvorfach gefischt, aber ich glaube, hier sind nur relativ kleine Konga zu erwarten. Und wie wir gerade gesehen haben, packen die sich auch den Makrelenfetzen, der ungefähr nur einen Meter von der Mole entfernt angeboten wird. Ich lasse jetzt mal wieder so ein Makrelenfilet zu Wasser und wie vorhin auch mache ich das ungefähr einen Meter von der Mole entfernt. Und die Einheimischen haben uns hier erzählt, dass die Konga in Löchern von dem Pier sitzen. Da stehen sie drin und kommen raus und packen sich das Filet. Deshalb auch relativ starkes Gerät, weil wenn ein Konga den Köder genommen hat, dann muss ich ihn sofort rausziehen, damit er sich nicht wieder im Loch festsetzen kann. Ich habe hier eine 20-Lip-Rute mit einer Multi, die mit 30er geflochtener bespult ist. Und da kann ich ihn sofort rausholen, da hat er also keine Chance. Und wir wollen mal gucken, ob das nochmal funktioniert. Hier ist das so flach, dass man das Makrelenfilet sogar glitzern sieht. Also ich habe vorher nicht gedacht, dass man da einen Biss bekommt. Aber nach 2 Minuten war es dann soweit. Und es funktioniert wieder.
aber sehen Sie selbst. Oh! ,52 Meter ist dieser Konger lang und etwa 20 Pfund schwer. Dass man solche Brocken von der Mole aus fangen kann, hätten Markus und Christian wirklich nicht gedacht. Das ist auch ein schöner. Gieß doch mal von der anderen Mole. Den Biss hat man fast überhaupt nicht gesehen. Der Wind gönnt sich leider immer noch keine Pause. Vielleicht lohnt sich ja in dieser Bucht ein Versuch mit der Brandungsrute. Die Makrelenfetzen bleiben nicht lange unbeachtet, denn Markus hat bereits kurz nach dem Auswerfen Fischkontakt. Ein Stachelrochen ließ sich den Happen schmecken. Erste Woche hier. Fischi heil. Vielen Dank. Kurze Zeit später ist Christian an der Reihe. Diesmal hängt ein Katzenhai am Haken. Durch das auflaufende Wasser scheinen die Räuber so richtig in Beißlaune zu geraten. Als die Sonne hinter den Felsen im Meer versinkt, lassen Markus und Christian die vergangenen Tage Revue passieren. Das Uferangeln war mehr als nur ein Notnagel. Ein Boot haben die zwei nicht vermisst.